Geschichte und Kultur sind wie ein Fluss. Dieser Fluss hat seinen Ursprung im Denken der Menschen. Und was sie denken, bestimmt ihr Handeln. Es herrschen Brutalität und Gewalt in der Gesellschaft. Bis zu einem Punkt, wo in den Straßen vieler Städte der Welt ein Spaziergang gefährlich wird. Auf der anderen Seite wächst die Gefahr einer stärkeren Bevormundung angesichts des drohenden Chaos in unserem eigenen Land und auf der ganzen Welt. Sollen wir verzweifeln und aufgeben? Falls nicht, wie können wir denn leben? Die Antwort auf die Frage, ob wir aufgeben sollen, lautet nein. Es gibt gute und ausreichende Gründe dafür. Wir können sogar Hilfe bekommen, wenn auch unerwartet für die meisten modernen Menschen. Aber um zu verstehen, wie, müssen wir einen Blick in die Vergangenheit werfen. Ich beginne mit der Zeit der Römer, denn die römische Zivilisation ist die direkte Vorfahrin der modernen, der europäischen Welt. Von der Epoche der frühesten Eroberungen zur Zeit der Republik bis auf den heutigen Tag, römisches Recht und römische politische Ideen beeinflussen die europäische Szene, ja die ganze westliche Zivilisation. Das Römische Reich war gewaltig in seiner Ausdehnung und in seiner militärischen Stärke. Es erstreckte sich über den größten Teil der damals bekannten Welt. Seine Straßen führten quer durch Europa, den Nahen Osten und Nordafrika. Den ganzen Weg vom Hadrianswall, der als Schutzwall gegen die Schotten gebaut war, die sich nicht hatten unterwerfen lassen, bis zu den Befestigungen am Rhein, bis nach Nordafrika, an den Euphrat und ans Kaspische Meer. Auf ihrem Eroberungszug überquerten die römischen Legionen die Alpen, marschierten durchs Rhonetal vorbei an den Gipfeln der Dent du Midi bis zu dem Ort, wo heute Vevey liegt, in der Schweiz. Eine Zeit lang hielten die Helvetier, der größte Volksstamm auf dem Gebiet der heutigen Schweiz, sie noch in Schach und zwangen die stolzen Römer und das Joch, in einer ironischen Nachahmung der römischen Sitte, gefangene Feinde und das Joch zu beugen. Doch dies war nur eine vorübergehende Umkehrung. Kaum etwas konnte die römischen Legionen aufhalten. Weder schwieriges Gelände noch feindliche Armeen. Sie marschierten über die Berge und eroberten die alte helvetische Hauptstadt Aventicum, die heute Avenches heißt. Man kann sich vorstellen, wie ein römischer Legionär, der sich aus den Weiten des Nordens heimwärts schleppte, von der Höhe herab auf Avenches blickte, auf ein kleines Rom sozusagen, mit seinem Amphitheater und seinen Tempeln. Ich liebe Avenches. Hier stehen einige der eindrucksvollsten römischen Ruinen nördlich der Alpen. Hier sollen einmal 40.000 Römer gelebt haben. Mir erscheint diese Zahl allerdings etwas hochgegriffen. Der Reichtum Roms war auch in Avenches sichtbar. Diese Goldbüste von Marcus Aurelius wurde hier gefunden. Auf dem Boden des ganzen Imperiums hinterließ Rom seine prachtvollen Schätze an Kunst und Architektur.
In vieler Hinsicht besaß Rom Größe. Aber es fand keine gültigen Antworten auf die Grundprobleme des Menschen. Wenn eine Kultur versucht, nur auf die militärische Stärke zu bauen, erweist sich das sehr schnell als vollkommen unzureichend. Aus dem einfachen Grund, weil ohne das entsprechende Wissen, was richtig und was falsch ist, weswegen wir gewisse Dinge tun sollten und andere Dinge eben lassen, das Pochen auf militärische Stärke nie von Dauer sein kann. Rom versuchte zuerst, auf die Entscheidungen angesehener Bürger der Republik zu bauen. Später auf die Entscheidungen seiner Kaiser. Diese Versuche schlugen letztlich fehl, weil das kein ausreichendes Fundament für den Aufbau einer Gesellschaft war. Und sie hatten nie eine Demokratie, wie wir eine haben, an der jedermann teilhat. Aber diejenigen Bürger, die wirklich Einfluss hatten auf den Staat, die setzten eben nur auf ihre eigene Meinung. Und das ging völlig schief. Und dann wandten sie sich an ihre Götter. Dies ist die Göttin Diana, deren Tempel in Ephesus stand, in der heutigen Türkei. Die Römer versuchten, wie vor ihnen die Griechen, auf ihre Götter zu bauen, in der Hoffnung, in ihnen etwas zu haben, was stark genug wäre, ihre Gesellschaft zu stützen. Aber ihre Götter waren nicht stark genug, weil sie vergänglich waren. Das heißt, ihre Macht hatte Grenzen. Sie waren wie überlebensgroße Männer und Frauen, aber nicht grundsätzlich verschieden von den Männern und Frauen der Menschen. Sie besaßen eine erweiterte menschliche Natur, keine Göttlichkeit. Dies bedingte, dass die Römer keinen ausreichenden Bezugspunkt für ihr Denken hatten. Das heißt, sie hatten nichts, was groß oder dauerhaft genug war, dass sie ihr Denken oder Leben danach ausrichten konnten. Somit hatten sie kein Wertsystem, das stark genug gewesen wäre, der Spannung des Lebens standzuhalten. Und zwar im Politischen so wenig wie im Leben des Einzelnen. All ihre vielen Götter konnten niemals einen ausreichenden Halt geben für ihr Leben, die Moral, die Werte oder wichtige Entscheidungen. Die Römer machten ihre eigenen Götter abhängig von der Gesellschaft. Und als die Gesellschaft zusammenbrach, stürzten auch die Götter. So ist das römische Experiment einer gesellschaftlichen Harmonie, basierend auf der Republik einer Elite, zum Schluss gescheitert. Der Senat konnte die Ordnung nicht länger aufrechterhalten. Bewaffnete Banden terrorisierten Rom. Und die Regierungen waren so in Machtkämpfe verstrickt, dass sie kaum dazu kamen, ihre Pflichten gegen Staat und Bürger zu erfüllen. Eigennutz trat an die Stelle von Gemeinnutz. Da akzeptierte die Bevölkerung in ihrer Verzweiflung ein autoritäres Regime. Zur Zeit von Julius Caesar hatte Rom ein autokratisches System, das ganz auf Caesar begründet war. Wie Plutarch berichtet, ernannten die Römer Caesar zum Diktator auf Lebenszeit. Weil sie hofften, dass die Herrschaft eines Einzelnen ihnen eine Atempause verschaffen würde nach so vielen Bürgerkriegen und Entbehrungen. Das war tatsächlich unverhüllte Tyrannei, da seine Macht jetzt nicht nur absolut, sondern auch zeitlich unbeschränkt war. Nach Caesars Tod kam Octavian, der spätere Caesar Augustus, der Großneffe Caesars, an die Macht. Der große römische Dichter Vergil, Freund des Augustus, schrieb in seiner Aeneis, Augustus sei ein von den Göttern ernannter Führer und es sei Roms Sendung, der Welt Frieden und Zivilisation zu schenken. Weil Augustus Frieden nach außen und nach innen versprach und dabei die äußeren Formen einer rechtmäßigen Verfassung wahrte, waren Römer aller Klassen bereit, ihm die absolute Macht zu gewähren und das Funktionieren des politischen Systems, der Wirtschaft und des privaten Bereichs wiederherzustellen und zu sichern. Im Jahre 12 vor Christus wurde er zum Oberhaupt der Staatsreligion berufen, mit dem Titel Pontifex Maximus, oberster Priester. Jedermann musste nun den Geist von Rom und den Genius des Kaisers anbeten. Später wurde dies Pflicht für alle Bewohner des Imperiums. Und noch später herrschten die Kaiser einfach wie Götter. Augustus versuchte, Moral und Familienleben gesetzlich zu regeln.
Spätere Kaiser bemühten sich um beeindruckende Gesetzesreformen und Wohlfahrtsprogramme. Aber ein menschlicher Gott ist ein schwaches Fundament. Und so ging Rom unter. Es ist von Bedeutung zu erkennen, was die Weltanschauung eines Menschen ausmacht, für seine Kraft, den Unbilden des Lebens standzuhalten. Wir müssen wissen, dass jemand, der im alten Rom Christ wurde, sich nicht nur gegen die übrigen Religionen stellte, sondern auch gegen die gesamte Kultur, die sich auf diese Religionen gründete. Damals, zur Zeit der Römer, war es für jemanden, der Christ wurde, der sich durch die Taufe zur christlichen Lehre bekannte, oft nur ein kurzer Schritt vom öffentlichen Glaubensbekenntnis zum Märtyrertod. Rom war grausam. Und seine Grausamkeit lässt sich am besten durch das veranschaulichen, was sich in den römischen Arenen abspielte. Diese Statue zum Beispiel stellt einen verwundeten Gladiator dar. Christen wurden den Raubtieren zum Fraß vorgeworfen, öffentlich, im Zirkus. Wir dürfen nicht vergessen, warum die Christen getötet wurden. Sie wurden nicht getötet, weil sie Jesus anbeteten. Zu jener Zeit wurden viele Religionen ausgeübt im Römischen Reich. Dazu gehörten auch Mysterienkulte. Hier sehen wir zum Beispiel auf einer Darstellung in einem römischen Haus in Pompeji einen der Aufnahmeriten, wie sie in einem solchen Kult praktiziert wurden. Niemanden interessierte es, wer wen anbetete, solange die Einheit des Staates nicht in Zweifel gezogen wurde, die sich in der Anbetung des Kaisers zu erkennen gab. Die Christen wurden getötet, weil sie Rebellen waren. Und es traf sie besonders hart, weil sie zugleich mit dem Schutz der jüdischen Synagogen auch ihren persönlichen Schutz verloren, den die Juden genossen, und zwar bereits seit Caesar. Wir können das Wesen dieser Rebellion auf zwei Arten ausdrücken, die beide zutreffen. Wir können sagen, sie beteten zu Jesus als Gott. Und sie beteten einzig den persönlichen und unendlichen Gott an. Diese Anbetung des einen und einzigen Gottes konnte der Kaiser nicht dulden. Das galt als Hochverrat. Und sie wurde zu einer besonderen Bedrohung der staatlichen Einheit, die sich ja in der Vergöttlichung des Kaisers ausdrückte, als sich im 3. Jahrhundert während der Regierungszeit Diokletians viele Angehörige der höheren Stände dem Christentum zuwandten. Denn wenn zur Zeit der Römer jemand Christ wurde, stellte er sich damit nicht nur gegen die übrigen Religionen, sondern zugleich auch gegen die ganze Kultur, die sich auf diese Religionen gründete. Die ersten Christen glaubten an Jesus als den im Alten Testament prophezeiten Messias, der gekommen war, um stellvertretend für uns alle am Kreuz zu sterben. Das zweite jedoch ist etwas, was wir manchmal beinahe vergessen. Und zwar, dass sie wirklich glaubten an das Alte Testament und an die Offenbarung in Christus und an das Neue Testament. Das entstand damals gerade im 1. Jahrhundert. Es war Gott, der gesprochen hatte. Und dieser Gott hatte ihnen die absolute Wahrheit gegeben. Und damit unterlagen sie nicht mehr der bedingten Weltanschauung des alten Rom, denn die war wirklich relativistisch. Das schwache Fundament einer Kultur oder auch eines Einzelwesens kann nur standhalten, wenn der Druck nicht zu groß wird. Als Illustration dient uns diese Brücke.
Die Römer bauten eine Menge kleiner Buckelbrücken wie diese über die Flüsse Europas. Pferdewagen fuhren sicher über sie durch Jahrhunderte, zweimal tausend Jahre. Aber wenn heute jemand in einem schwer beladenen LKW hinüberfahren wollte, so würde sie einstürzen. Genauso ist es mit dem Leben und den Wertsystemen Einzelner und von ganzen Kulturen, wenn sie auf nichts Stärkeres bauen können als auf ihre eigene Vergänglichkeit oder Begrenztheit. Sie können dauern, solange die Belastung nicht zu stark ist. Aber wenn die Belastung wächst und sie kein ausreichendes Fundament haben, dann gehen sie zugrunde. Genau wie diese römische Brücke einstürzt, wollte jemand mit einem 10-Tonner hinüberfahren. Kultur und Freiheit des Menschen sind gebrechlich. Ohne wirklich ausreichendes Fundament genügt schon der Zeitablauf. Und oft dauert es nicht einmal lange, bis alles zusammenbricht. In Katakomben wie diesen hier in Rom beerdigten die Christen ihre Toten und hielten sie ihre Gottesdienste ab. Die Christen konnten den Mischreligionen tatsächlich Widerstand leisten. Diese Vermischung von Religionen ohne innere Einheit, auch Synkretismus genannt, und die Auswirkungen der Schwäche der römischen Kultur zeugen für die Stärke der christlichen Weltsicht. Diese Stärke beruhte darauf, dass Gott ein unendlicher und ein persönlicher Gott ist. Und darauf, dass er im Alten Testament gesprochen hat und im Neuen Testament, das damals entstand. Und darauf, dass er so gesprochen hat, dass die Menschen ihn verstehen konnten. Das bedeutete für die Menschen nicht nur das Wissen um das Weltall und um die Menschheit, dieses Wissen, das sie nicht selbst hatten, herausfinden können, sondern sie hatten auch absolute universelle Werte, nach denen sie leben konnten und nach denen sie den Staat beurteilten, in dem sie lebten. Die Menschen sind einzigartig, denn sie sind nach dem Bilde Gottes geschaffen. Darin liegt der Grund für Wert und Würde eines jeden Menschen. Hätten die Christen Jesus und den Kaiser angebetet, wäre ihnen nichts geschehen. Aber sie beteten nur einen Gott an und lehnten jede Form von Mischkult ab. Für sie gab es kein Nebeneinander von Göttern. Alle anderen Götter waren für sie falsche Götter. Noch anders lässt sich erklären, warum man die Christen tötete. Kein autoritärer Staat kann diejenigen dulden, die einen absoluten Maßstab besitzen, nachdem sie auch diesen Staat und sein Handeln beurteilen. Christen besaßen eine Richtschnur, einen universellen Maßstab, nachdem sie nicht nur das sittliche Verhalten des Einzelnen, sondern auch den Staat beurteilten. Darum galten sie als Feinde des totalitären Rom. Obgleich viele Christen den Märtyrertod starben, besaßen doch sie die Antwort, die die Römer nicht hatten. Als die Römer immer noch auf ihren Staat und auf ihre sterblichen Götter setzten, vermehrten sich die Christen weiterhin an Zahl und sie überdauerten in der Geschichte. Die Römer hatten die christlichen Antworten vor Augen, aber sie wandten sich ab von diesem Fundament, das allein ihrer Gesellschaft die notwendigen Antworten hätte geben können. Und so ging ihre Gesellschaft zugrunde. Als ihr Reich zerfiel, ergaben sich die Römer in ihrer Dekadenz ganz der Befriedigung ihres Blutdurstes und ihrer sonstigen Gelüste, besonders einer zügellosen Sexualität. Hier in Pompeji blühte etwa ein Jahrhundert nach dem Untergang der Republik der Phalluskult.
Malereien und Statuen von ausufernder sexueller Darstellung zierten die Häuser vieler Wohlhabender. Nicht alle Kunst in Pompeji war von dieser Art. Aber was solch eine sexuelle Thematik hatte, war ziemlich unverblümt. Rom zerbrach nicht an seinen äußeren, vielmehr an seinen inneren Schwächen. Auch wenn Kaiser Konstantin die Christenverfolgungen beendete und das Christentum seit dem Jahre 313 als Religion geduldet und dann im Jahre 381 zur offiziellen Staatsreligion erhoben wurde, lebten doch die meisten Menschen weiter wie zuvor. Teilnahmslosigkeit war das Hauptmerkmal dieser Epoche. Die Elite gab ihr geistiges Leben auf zugunsten eines rein gesellschaftlichen. Solche Apathie zeigte sich auch in den Künsten. Es fehlte an Schöpferkraft. Staatlich geförderte Kunst gab sich dekadent und die Musik wurde zunehmend bombastisch. Vergleichen wir doch diese aus dem 4. Jahrhundert stammenden Skulpturen auf dem Konstantinsbogen mit diesen schönen aus dem 2. Jahrhundert aus der Zeit Kaiser Trajans, die von früheren Bauten entfernt wurden. Dieses Porträt des Kaisers Valentinian fällt stark ab gegen das Porträt des Kaisers Nero, das bereits 300 Jahre früher geprägt wurde. Das ganze Leben war bestimmt von der allgemeinen Apathie. Und als das römische Wirtschaftsleben immer stärker stagnierte, belastet von einem teuren Staatsapparat und von der Inflation, verstärkte sich der Zugriff des Staates, der dieser Entwicklung Einhalt gebieten wollte. Und da nur mehr wenige arbeiten wollten, griff der Staat schließlich mehr und mehr ein. Immer mehr Freiheiten gingen verloren. So wurden zum Beispiel Gesetze verabschiedet, die Banden, die Kleinbauern an ihr Land. Aber aufgrund der Apathie und ihrer Folgen und der Zwangsmaßnahmen hielt kaum jemand die alte Zivilisation für rettenswert. Rom ging nicht durch äußere Feinde zugrunde, etwa durch die Barbaren, sondern durch seine innere Fäulnis. Rom wurde allmählich zur Ruine. Aus der römischen Geschichte ziehe ich den Schluss. Es steht fest, keinerlei Humanität bildet ein genügend starkes Fundament für die Gesellschaft wie für das individuelle Leben eines jeweiligen Menschen. Die Griechen und Römer versuchten in bewundernswerter Weise eine Gesellschaft aufzubauen, die sich auf den Menschen gründete. Es war allerdings eine elitäre und exklusive Gesellschaft. Die Menschen der Antike ließen nicht von diesem Modell ab, aber es versagte völlig. Dann versuchten sie es mit ihren sterblichen Göttern. Göttern, die nicht der unendliche, ewige, persönliche Gott waren. Und das ging gleichfalls schief. Das bringt uns zu einer simplen Schlussfolgerung. Es existiert kein Fundament in diesem ganzen Bereich des Endlichen, das stark genug wäre für eine Gesellschaft, in deren Mittelpunkt der Mensch steht, für die der Mensch das Maß aller Dinge ist. Andererseits sehen wir natürlich, die Christen vermochten zu widerstehen. Aber der einzige Grund dafür, dass sie zu widerstehen vermochten, den Mischreligionen der Zeit, dem Verfall, der Arena, der sie wirklich mit Zuversicht trotzten, ist, sie beharrten genau auf dem entgegengesetzten Standpunkt. Sie begannen bei der Existenz eines unendlichen persönlichen Gottes und damit, dass er gesprochen hatte und sie die Wahrheit hatten in ihrem Alten Testament, in der Verkündigung Christi und im entstehenden, damals entstehenden Neuen Testament.